22.000 Zuschauern, auch der Teamchef der Nationalmannschaft. Und für Erich Ribbeck und alle Bayer-Fans gab es nach 4 Minuten die erste Schrecksekunde. Ulf Kirsten musste nach diesem Foul von Neihäus mit einer Risswunde auf dem Spann ausgewechselt werden. Trotzdem Leverkusen die aktivere Mannschaft und nach 34 Minuten die Führung durch Niko Kovac. 1:0 für Leverkusen, auch der Halbzeitstand. Nach dem Wechsel Bayer weiter mit den besseren Möglichkeiten und nach 48 Minuten das 2:0 erzielt von Dortmunds Libero Feiersinger, ein klassisches Eigentor. Bei der Borussia Thomas Hessler und Steffen Freund wegen Formschwäche nicht mal im Kader, aber auch der Rest der Mannschaft präsentierte sich alles andere als fit. Die Folge das 3:0 nach knapp einer Stunde durch den Holländer Erik Meyer. Für die insgesamt chancenlosen Dortmunder reichte es nur noch zum Ehrentreffer. Das schönste Tor der Partie durch Andi Möller. Bayer Leverkusen schlägt Borussia Dortmund mit 3:1.